Drei, ein bisschen mehr brauchen wir noch. So. Das sollte erstmal reichen. Und unsere Base machen wir, glaube ich, da vorne, wo es so schön gerade ist auf den Plains. Hallo, Bug. Muss ich hier mal lang. So. Aber ich mag es nicht sprinten zu können. So. Okay, einmal den Ofen, wo ich schon mal etwas Kohle ballern kann. Komm, ich tue mal alles rein. Für den Fall der Fälle. Und dann brauchen wir ein paar Slabs und ein Pedestal. Komm, wir nehmen einfach lila hier. So und so. Zack. Nee, falsches Buch. Fertig. Da kriegen wir so ein bisschen Belohnungen. Ein Eimer, Standard-Tool, Seeds und ein Furnace. Schön. Gut, ein Schwert haben wir noch nicht bekommen. Dann craften wir uns das so. Oh, nee, nicht damit. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Ofen packen wir jetzt einfach mit hier oben drauf. Bisschen Kohle haben wir auch schon bekommen. So. Und ich glaube, wir killen noch ein paar Schweinchen für Fleisch. Und es wird auch schon dunkel, glaube ich, wie ich sehe. Oh, und hier ist die erste Cave, wo ich auch schon direkt Eisen gesehen habe. Schnell rein damit. Vielleicht schaffen wir es alle vier zu braten. Ich hoffe es. Alles klar. Noch mehr Food. Und es wird sehr schnell sehr dunkel. So, würde ich sagen, snacken wir das erstmal. Und ich würde sagen, bevor wir uns irgendwo niederlassen, nehmen wir die Sachen hier gleich alle mal mit und verkriechen uns in die Höhle da unten. Wir können uns aber schon mal angucken, was die nächste Quest ist. Pure Daisies. Oh, guck mal, ich kriege einen Reward Pack und Gold Ingots, aha. Ah, guck mal, man sollte erst die sammeln und jetzt soll man Mystical White Dingensbums craften. Und zwar vier Stück davon. Das habe ich auch. Und als nächstes die Pure Daisy. Okay, das machen wir dann gleich irgendwann. Jens, eine Kohle reicht, um 8 Sachen zu schmelzen. Das weiß ich. Deswegen habe ich hier nur eine reingetan. So. Wir haben sogar Destroyer of Stone, Digger of Dirt, Bane of the Forests und Plower of Fields. Okay. Komm, mach schon. Einer noch. Und sobald der ausgeht, verziehen wir uns in die Höhle. Spiele ich auf Peaceful? Ne, auf Normal. Okay. So. Ich glaube, wir nehmen noch ein, zwei Bäume mit. So. Hallo Zombie. Boah. Okay, schnell hier unten rein. Oh. Haben wir. Oh. So.
Hier sollte erstmal keiner runterkommen. Der Eisenschwert. Leider nicht gedroppt. Oh! Noch einer. So. Und hier machen wir uns erstmal Fackeln. Oh! So. Jetzt könnt ihr auch was sehen. Diese Höhle ist nicht sehr vielversprechend, aber zumindest schon mal Eisen gefunden. Machen wir uns gerade mal ein paar mehr Fackeln. So, dann habe ich schon mal keine Kohle mehr. So. Und weiter geht die Höhle auch gar nicht. Aber ich erwarte, ich habe doch hier Lava gehört. Vielleicht finden wir hier doch irgendwas noch. Nee, komm. Die eine Höhle war mir irgendwie lieber. Und ich hoffe, hier sind jetzt nicht allzu viele Mobs. Hallo Skelett. Oh nö. Oh nö. Oh, noch ein Skelett. Nein, 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 nein. Schon kurz vorm Sterben hier. So, hier wollen wir runter, ne? Oh, das überlebe ich, glaube ich, nicht. Deswegen nehme ich schnell den Baum hier auseinander. Um hier runter zu jumpen. Oh, Hilfe. Oh, fuck. Läuft schon mal sehr gut bei uns in der ersten Nacht hier. So. Können wir noch mehr Fackeln machen? Nein, weil wir keine Kohle haben. Aber hier rechts in der Wand ist direkt Kohle. Hier. Holen wir uns die doch direkt. Oh, ich habe doch noch Fackeln. Okay. So. Ich sehe da unten irgendwie Licht. Vermutlich ist das die Lava, die ich eben gehört habe. Vielleicht auch nicht. Oh. So. Würde ich sagen, bauen wir uns hier an der Seite mal so eine Treppe nach unten. Oh, und mit Inventar ist einfach schon voll. GG. So. Und dann würde ich sagen, machen wir so und sind dann auch schon unten. Oh, das ist vielversprechend hier. Ja, hier ist auch die Lava, die ich gesehen habe. Und da ist ein dummer Creeper. Okay. So. Wenn es hell ist, gehen wir auf jeden Fall wieder nach oben und kümmern uns weiter um die Quest, ja? Weil das ist ja ein Modpack über Botania. Und deswegen sollten wir uns auch hier ausschließlich um Botania kümmern. Aber dafür brauchen wir bestimmt auch Eisen. Und Kohle.
Und ich sehe gerade, Dance Ors ist auch installiert. Das sind ja die Dinger, wo mehr droppen können. So. Hier ist schon mal zu Ende. Gehen wir mal zur anderen Seite gucken, beziehungsweise hier geht es ja noch lang. Okay. Hier ist noch mehr Kohle. Ein Sombird. Ich glaube, wir haben hier eine richtig gute Höhle gefunden. Jetzt bin ich auch schon wieder out of Fackeln. So. Ich hole das Eisen hier mit. Ich glaube, die Höhle ist dann hier auch vorbei. Jawohl. Hier ist noch Kohle. Hier ist auch noch eine Höhle, die weitergeht. Nicht, dass sich ein Creeper an uns ran schleicht. So. Zack. Oh, hier haben wir schon Redstone. Kriegen wir das mit dem Tool hier? Nein. Okay, da brauchen wir eine Eisenspitzhacke für. Ich glaube, dann machen wir uns auch mal schnell eine. So, eine Kohle. Acht Eisen. Guck mal, hier liegt noch Kohle unten. So. Ach, hier. Ich dachte, hä? Ich kann ja mal wegwerfen, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel das, das hier. Ansonsten ist alles ziemlich nützlich, außer die Pfeile vielleicht. Aber ich behalte jetzt trotzdem einfach mal. So, dann machen wir so. Und dann Eisenspitzhacke und den Rest Fackeln. So, und dann nehmen wir uns den Redstone hier direkt mal mit. So. Endlich wieder Musik. Du bist auch fertig. Ja, jetzt müssen wir irgendwas wegwerfen. Die Slabs brauche ich eigentlich nicht. Dirt auch nicht. So. Wollen wir mal weiterschauen. Guck mal, hier ist noch Eisen. So. Eigentlich könnten wir mal Richtung nach oben gehen, glaube ich. Oder welche Höhe sind wir? 20. Ja, es wäre schon nice, jetzt noch Dias zu finden, ne? Aber vielleicht ist es dafür einfach noch zu früh. So.
Stimmt, hier ging es ja auch noch weiter runter.